Bei Temperaturen in Tokio von über 39 Grad Celsius am Donnerstag hielten die Einheimischen Ausschau nach einer Abkühlung. Und sie fanden sie, eine 4,8 Meter lange Kegelbahn mit Kegeln und Kugeln, komplett hergestellt aus Eis, aufgestellt im Zentrum des Geschäftsviertels Chimbashi von Japans Bowling Proprietors Association. Amüsierte Touristen vom Kleinkind bis zum 72-Jährigen versuchten bei diesem Eisspiel ihren besten Bowlingstoß. Nachdem sie ihrer dreijährigen Enkelin beim Kegeln geholfen hatte, erklärte Yuriko Yachi, warum sie das Kegeln mit dem Eis ausprobieren wollte. Es ist wirklich kühl anzufassen und ich habe mindestens seit 10 Jahren nicht mehr Bowling gespielt. So war das ganz schön. Tatsächlich versucht der Verein, das Bowling wieder als cooles Spiel zu vermarkten. Die Zahl der japanischen Bowling-Einrichtungen gingen um 75% zurück. In den 1970er Jahren waren es 120.000 Kegelbahnen. Die Eiskegel bewährten sich zwar nicht so gut wie die üblichen und zerbrachen nach 1 bis 2 Stößen. Doch die Teilnehmer fanden die Kombination von Eis und Bowling erfrischend. Eis an sich macht Spaß und das Bowling hat auch seinen Reiz. Ich finde es toll. Für einige war es etwas schockierend, einen Ball zu halten, der schmilzt. Wenn ich den Ball halte, kriege ich wirklich kalte Hände. Als in den 1970er Jahren der Sport seinen Popularitätshöhepunkt hatte, gab es 4-mal mehr Kegelbahnen in Japan als heute. Die Veranstalter sagten, dieses eintägige Ereignis sei ein Erfolg. Kleine Kinder haben es genossen und ich denke, dass sie Spaß daran hatten, denn es ist diesen Sommer sehr heiß und dies eine gute Art, sich abzukühlen. Keine Erleichterung, aber gab es für andere in Japan, in Gunma, eine Präfektur nördlich von Tokio, mussten mindestens 17 Menschen wegen Hitzschlag hospitalisiert werden. Die Temperatur dort war auf über 39 Grad Celsius gestiegen.